Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. Bevor wir zum eigentlichen Inhalt und einer bestimmten Abstimmung vor einigen Tagen kommen, möchte ich euch erstmal mein neues zukünftiges Kanallogo vorstellen. Und im Zusammenhang mit diesem Kanallogo gibt es einen neuen Kanalnamen auf YouTube und auf Twitch. Wer sich da also wundert, warum irgendwelche Videos angezeigt werden von einem Namen, der nur so ähnlich klingt wie ich, der soll sich nicht wundern. Und zwar ist das hier Casper Fox mein neuer Kanalname. Ohne Gaming, ohne TTV oder sonst irgendwelchen Quatsch. Einfach ein bisschen cleaner, ein bisschen kürzer. Sieht einfach markanter aus. Ich bin mit diesem Ergebnis ultra zufrieden. Das wollte ich nebenbei einfach nur mal bemerkt haben, damit ihr wisst, woran ihr seid, falls ihr euch wundert, wo dieses Logo herkommt und ob da vielleicht nicht irgendwas Falsches mit meinem Kanal passiert ist. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Inhalt für dieses Video. Und zwar habe ich vor kurzem eine Umfrage gestartet, soll ich Store-Update-Videos hier auch bringen, ja oder nein? Die Mehrheit war dafür. Ich verstehe aber auch, dass ein ganz großer Teil dagegen war, einfach weil es viele nicht interessiert, weil sie keinen Bock haben, Geld für Skins auszugeben. Ich bin da völlig an eurer Seite. Es gibt aber zwei Gründe, warum ich das auch hier machen möchte. Zum einen hat sich der ein oder andere von euch gewünscht und zum anderen, ihr wisst wie es ist, die Season hat gestartet, dann gibt es irgendwann in einem Monat vielleicht mal ein Event und da dazwischen passiert meistens ganz wenig. Es gibt wenig zu berichten und ich muss da natürlich auch ein bisschen in Anführungszeichen, klingt dämlich, ist aber so, einfach ein bisschen egoistisch denken. Ich muss natürlich YouTube weiter algorithmusmäßig füttern und so kann ich mit den Store-Update-Videos wenigstens zweimal pro Woche noch aktiv sein, weil es einfach, ihr kennt es, ich muss es euch glaube ich gar nicht groß erzählen, in den letzten Seasons war es wirklich so, seitdem die meisten großen Devs bei Apex gekündigt haben, ist zwischen Start von einer Season und einem Split, ist meistens so wenig los, dass du kaum irgendwie rauskriegst, was vielleicht Neues kommen könnte. Und es gibt einfach für meinen News-Kanal zu wenig zu berichten und das ist schlecht für den YouTube-Algorithmus. Und so ist es oft so, dass ich einfach mal eine Woche oder zwei Wochen einfach nichts zu erzählen habe. So ist es also, dass ich zwei Videos pro Woche wenigstens noch machen kann. Ja, das war es inhaltlich dazu, warum ich das hauptsächlich hier auf dem Kanal jetzt auch bringen will. Wer das übrigens nicht wusste, auf diesem Kanal gab es das in dem ersten Jahr von Apex Legends regelmäßig zum Sonntag, bis es irgendwann mal einen neuen Zyklus von Respawn gab, dienstags und freitags. Zwischendurch war es auch mal ein Samstag und kein Freitag. Wisst ihr also Bescheid? Inhaltlich, ich werde das genauso wie auf meinem Drittkanal machen. Ich werde das nur zeigen, ohne Kamera, ohne Anmoderation. Einfach nur, damit diese Videos nicht sinnlos in die Länge gezogen werden. Wer lange dabei ist, weiß, ich kann auch gerne mal um den heißen Brei reden. Das mache ich nicht mit Absicht, so bin ich halt. Und für die Store-Update-Videos möchte ich mir das einfach und auch für euch, möchte ich euch das ersparen. Das war es jetzt von mir. Ich bin auf eure Meinung zum Logo gespannt. Und ich hoffe natürlich, dass auch die Skin oder die Store-Update-Videos Anklang finden. Ansonsten war es das jetzt von mir. Viel Spaß bei dem Store-Update-Video. Es gibt ein fettes Bloodhound-Special. Ein paar interessante Sachen sind dabei. Das war es jetzt aber wirklich von mir. Haut rein. Ciao.